Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Forts. Heute mit einem vollen Haus. Mit dabei ist natürlich Seras, wie immer. Servus. Und dabei ist auch Bunny. Moin, moin. Bane natürlich und Chicken Gaming. Den haben wir aber gemutet, aus Gründen. Aber im März dann nicht mehr. So. Wir machen heute eine lustige Kombination aus Mods. Und zwar, wir spielen tatsächlich heute miteinander und zwar gegen eine ultraschwere KI. Das wurde uns mal vorgeschlagen, sollen wir mal machen. Aber ich dachte mir, wird vielleicht ein bisschen langweilig, weil die KIs werden sowieso nur die normalen Waffen benutzen. Wir haben nochmal das Canon Upgrades Pack drin, aber noch zusätzlich die All Projectiles Act Like Flak Mod. Allerdings nicht in der Version, die ihr schon kennt, sondern in der Funny Edition. Bedeutet, die Schusskosten sind höher. Aber es gibt keine Damage Reduction. Also bei der Flak ist es ja so, dass quasi die kleinen Projektile weniger Schaden machen als das eigentliche Projektil. Wenn ihr also jetzt mit einer 20er zum Beispiel ballert, kommen da wirklich nochmal 20er Shells raus. Also das wird richtig übel. Und ja, wir werden wahrscheinlich tierisch auf den Sack kriegen. Wir haben nämlich keine Map auf die Schnelle gefunden, die 4 gegen 1 macht. Wir spielen jetzt gegen 4 ultraschwere KIs. Wird bestimmt super. Okay, nervt mich jetzt schon. Ja, wird interessant und nervig, aber wir werden es aushalten müssen. Jo. Schießt einfach zurück am besten. Am besten, die oberen schießen auf die unteren und umgedreht. Hat einen schöneren Winkel, glaube ich. Ja, vor allen Dingen können wir mit den MGs ja die gegnerischen Schüsse abhalten. Ja. Okay, so. Einfach die ganze Zeit weiterfeuern, weiterfeuern, weiterfeuern. Aber ich fange tatsächlich auch direkt an, mal eine Waffenbay für sowas zu bauen. Einfach nur zum Feuern. Wie funktioniert denn hier die Flak? Immer noch ganz normal dann, oder? Ja, ja. So wird die wahrscheinlich streuen wie die Hölle. Na gut. Kann ich im Zweifelsfall mit leben. Aber hier nicht halt einfach direkt überall reinballern. Okay, die fliegt leider nicht mehr so weit, halt die ganze. Oh, ja, gut. Okay. Yes! Sehr gut, ich habe was gekillt. Und solange da aber jetzt nur das normale Gekröse kommt, ist ja erstmal noch nicht so schlimm. Geht fast noch, ja. Und denkt dran, wie gesagt, also die Mod macht, dass Sachen teurer zum Abfeuern sind. Deswegen, ihr braucht Speicher. Nicht vergessen, bitte. Jetzt stehen wir nachher mit untergelassenen Höschen da. Das ist vielleicht der Plan. So, schauen wir doch mal. Wo ist denn hier der Windgut? Also wie gesagt, Canon Upgrades Mod ist drin. Wenn ihr, kennt ihr die? Mhm. Genau, also könnt ihr ruhig machen, aber ich bin noch nicht sicher, ob das sehr empfehlenswert gegen Ultra-KI ist. Werden wir merken. Wer war das denn? Ich nicht. Hat da versucht, zufälligerweise jemanden einen Corswing zu machen. Es ist der stille Teilhaber gewesen. Ja, es kann gut sein. Der Corswingt eigentlich ganz gerne. Ja, und das war nicht gut. Gut, dann haben wir wohl jetzt ein 3 gegen 4. Sehr gut. Das verbessert unsere Chancen natürlich immens. Ja, ne? Gut, gut. Normalerweise klappt's. Ja, das sag, stimmt. Das sage ich auch immer, wenn ich es versuche und es verkrank. Ja, tut er wirklich. Kann bestätigen, dass das normalerweise tatsächlich funktioniert. Ja, bei mir funktioniert das auch. Manchmal, meistens. Und zu. Nicht immer. Oh Mann, oh Mann. Passiert. Ah, das ist jetzt halt blöd vor ihm. Das ist jetzt blöd vor ihm. Ja. Hat er sich jetzt selbst rausgefickt.
Alter. Ja. Ey, ich bin gerade echt im Überlegen, ob ich einfach nur MGs bauen soll. Die sind schon relativ stark tatsächlich, ne? Wie gesagt, es ist keine Damage Reduction. Ich fange jetzt aber erstmal mit einer 20er an, ey. Das wird richtig reinzimmern. Ich baue obligatorischerweise so ein paar EMPs. Was ist mit Smoke Bombs? Wie reagieren die dann drauf? Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe die eh noch nie gespielt. Okay. Aber ich bin mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt, ob die Mod funktioniert. Ja, die sind gerade schon sehr aggressiv und nervig, aber irgendwie Pinpoint Accuracy merke ich jetzt noch nichts von, weil das hat noch keiner einen Sniper gebaut. Das heißt ja nicht, dass sie Pinpoint Accuracy haben, oder? Doch, doch. Steht in der Mod-Beschreibung drin. Okay. Okay, nevermind. Ja. Vergiss das wieder. Haben sie? Okay, gut. Das macht ja dann zumindest den Eindruck, was hier passiert. Wer war das? Alter, okay, also jetzt fangen sie gerade an, ein bisschen auszurasten. Was passiert hier? Wenn wir irgendwas bauen, was meine Raketen die Möglichkeit gibt, durchzuziehen, dann könnte ich denen vielleicht sogar nicht sehr wehtun. Digga heißt das. Da. Schwierig. Die laden noch länger nach, oder? Ich habe das Gefühl, die Rakete lädt sehr lange nach. Das kann sein. Ja, der stille Teilhaber. Ja. So, ich ratze jetzt. Mega schade, dass er jetzt schon raus ist. So passiert, so habe ich ein bisschen mehr Platz zum Ausbauen hier. So, also, Alter! Ja gut, ich wollte gerade sagen, ich feuer dann mal mit meiner 20er. Nein, werde ich nicht tun. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Zeug ihr braucht, um mit dem Zeug zu feuern. Ich brauche mehr Zeug! Was? Den muss ich mir mal wieder anschauen. Moment, brauche ich wirklich 20.000, um meine 20er abzufeuern? Das klingt aber wirklich ein bisschen unverhältnismäßig. Wär eine Hausnummer. Ich glaube, da haben wir auch nicht so ganz die richtige Map für, ne? Doch, machbar ist das schon. Relativ easy sogar, aber... Findest du? Das geht so. Okay. 20.000. Ach so, Energie, ja. Energie, ja. Nicht Money. Money wäre ein Problem. Ja. Gut, es gibt ja so utopische Sachen. Ja, ich weiß. Ich kann nicht mehr. Kann ich da noch hinbauen? Sind nur MGs, ey. Das ich weiß auch nicht, gehen die auf irgendwas anderes noch, oder? Nein, die können nicht schießen. Das ist es ja. Nein, ich meine die KI. Ja, meine ich ja. Die KI kann nicht schießen. Sie hat nicht genug Energie. Ach so. Finde ich okay. Die müssen gerade genauso, deswegen bauen die teilweise so groß. Guck dir mal die obere an und die untere. Ja, stimmt. Was die in der Mitte machen, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Wieso kann ich jetzt hier nicht mehr hinbauen? Ah ja. Ach, das ist zu nah an dem. Oh, ich kann hier die Feuerkosten halbieren mit unserem Commander, ich lappen. Ja, der hat Fun damit. Alter. Das hat, glaube ich, ganz gut gesessen. Ja. Wow. Die Mod ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Ja gut, ich habe jetzt keinen Platz mehr, um mich hier weiter auszubreiten. Was mache ich denn da? Also ich finde die Mod jetzt schon super. Da muss ich ein bisschen umplanen. Ja gut, aber ich habe irgendwie so das blöde Gefühl, die KIs kommt damit nicht klar, dass sie so viel Ressourcen brauchen. Nö, da ist sie auch nicht drauf ausgelegt. Ja, deswegen schmeißen wir einfach mal die Mod raus komplett für die nächste Runde. Und Vanilla macht die uns so dann, drauf. Macht die ja, uns richtig nass, fürchte ich. Vermutlich, ja. Ich hoffe, die haben jetzt nicht mehr so viele AA. Ach komm, ich baue jetzt nochmal eine Flak. Ich will wissen, wie die Flak reagiert. Ja gut, wenn die Flak ist, wie eine Flak ist, die wohl... Alter. Lass das, hör auf zu schießen mit Raketen. Das macht tatsächlich keinen Sinn, ne. Alter, ich habe so viel Damage von oben gerade bekommen. Ja, deswegen, ich sichere mich jetzt auch mal teilweise nach oben ab. Oh, warte mal, jetzt will ich aber mal mit dem Sniper gucken, wie das mit dem Sniper ist. Das war nicht so gut, weil die einzelnen Schüsse nicht mehr so viel Pen haben. Nee, sicher? Ja, ja, weil das habe ich gegen dich ausprobiert. Nein, nein. Wie gesagt, wir spielen nicht die gleiche Mod, ne? Also wir spielen die Funny Edition. Es gibt keine Schadensreduktion. Ach so, alle Teils machen... Ah!
Jetzt habe ich's verstanden. Das ist korrekt, ja. Drum macht das auch so viel Damage. Ja, eben, deswegen. Ja, die Projektile haben im Prinzip dieselbe Durchschlagskraft, wie sie die immer haben. Ja. So, jetzt will ich aber den Sniper hier nochmal ausprobieren. Der Howitzer ist bestimmt witzig. Oh Gott. Und der Lappe nimmt natürlich einen Feuerlaser. Ich konnte mir durch das Metall durchlasern, hä? Moment mal. Das ist Feuerlaser. Ja und? Lol. Schön. Gut, dann muss ich hier kurz umdisponieren. Weise geht der nicht so stark durch Metall durch. Alter, Flak allein ist so abartig. Ich will jetzt wissen, wie. Boah, ich mit meinem Scharfschützen mache. Okay, der Scharfschütze ist ein Problem tatsächlich. Auf die Entfernung zumindest. Das funktioniert leider nicht so gut. Dadurch, dass ihr euch hier unten so ein bisschen ausgebreitet habt, komme ich da nicht so ganz gut hin mit meinen Gebäuden. Oh Mann. Jetzt? Ich weiß nicht, wer von euch ist denn unter mir? Ich bin mittel unten. Mittel oben. Ich hab Platz da unten. Ich kann da nicht weiterbauen, wo du bist, witzigerweise. Ja gut, das ist halt Map-Design. Das ist so gewollt, dass du nicht mehr so weiterbauen kannst. So, na ja, gut, dann nicht. So, ich schredder den dann mal weg. Alter, sorry, aber das ist ja abartig. Voll gut. Ach, stell dir mal vor, du machst das hier und baust die Drohnen in dem anderen Mob-Ding. Oh Gott, nee, will ich mir das nicht vorstellen. Das funktioniert überhaupt. Ich weiß nicht, ob das damit funktioniert, aber wenn, dann ist es auf jeden Fall stark unschön. Die Kamikaze-Drohnen hast, die sich dann nochmal in weitere Kamikaze-Drohnen. Die sich nochmal in weitere Kamikaze-Drohnen, die sich nochmal. Nein, Moment, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob das dann so passiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Fand ich sehr witzig. Oh, ich hätte meine Kanone jetzt... ist schon warte mal. Ich glaube, ich will noch schnell eine Gatling Gun bauen. Ich will wissen, was passiert. Habe ich auch versucht, aber die haben sie natürlich kaputt gemacht, die Schweine. Au, okay, jetzt fängt er an aufmüpfig zu werden gerade. Ja, das hat sich gleich. Wie viel braucht denn die Kanone, um zu schießen? 30.000? Ja, wie gesagt, also die Feuerkosten sind massiv erhöht worden. Habe ich gemerkt. Aber interessant, dass der sich da oben dann doch so weit ausbreitet. Krass, der AP-Sniper hat ja so einen limitierten Richtwinkel, ich komme gar nicht hoch. Ja, deswegen zum Beispiel, man muss halt mit Portalen anfangen zu arbeiten, weil das mache ich jetzt auch mit meiner Kanone. Ich habe halt nicht genug Speicherplatz für alles. Ja, ich sag mal, die Map ist nicht ideal, aber das Problem mit den KIs ist, die funktionieren halt nicht auf allen. Oh, guter Hinweis, Schilde vom Core. Okay, hab ich vergessen. Gut, dass er mir da einfach durch zwei Schichten Alter. Stahl durchgelasert hat. So, ich hab gehört. Der lasert sich jetzt gerade selbst weg. Oh, scheiße, ich hab voll drüber geschossen. Oh, wie bitter. Schwarzen sind auch nicht von schlechten Eltern, ey. Nee, das ist alles ziemlich stark. Gott. Hoff, dass er sich selbst killt. Gut, dass ich Laser vorm Chor habe. Laser. Schilde. Schilde gegen die Laser so rum. Habe ich auch jetzt eingebaut, nachdem ich es bei dir gesehen habe. War das als äußerst intelligente Idee. Okay, es kann sein, dass ich uns jetzt beide kille, wollte ich nur mal anmerken. Ah, cool. Bye. Alter. Wow. Alter. Gut, der war aber auch relativ präzise, muss ich zugeben. Ja, der war nicht schlecht. Der war dafür, dass ich jetzt gerade so probiert habe, einzuzielen, war der ganz gut. Ja, gut, also die KIs, geht so. Also ich hoffe, wir haben es richtig eingestaltet, weil ich kann hier unten leider nicht irgendwie auswählen, Leute. Also ich gehe einfach davon aus, dass hier die ultraschwere KI mit am Start ist, wenn wir die hier drin haben. Wir hoffen's. So, dann packen wir das mal raus und Cannon Upgrades Mod. Ah ne, komm, wir machen die mal komplett raus. Ich will wissen, was passiert. Nehmen wir aber eine andere Karte. So ganz Vanilla. Oh, die zweite Chance für Chicken. Die sind ja Vanilla. Ja.
Kein Crosswing dieses Mal. Genau, kein Crosswing, das wäre sehr nett. So, versuchen wir es nochmal. Was? Banane. Ach so, ja, man muss ja auch Ready drücken. Banane. Ist die liebevolle Kurzversion, ja. Ihr wisst nicht, wie oft das schon vorkam. Ich mache einen Crosswing, ist okay, oder? Ja, klar, ist ja deine Aufnahme. Mach ich auch. Also warte mal, das ist jetzt komplett Vanilla, ne? Ja, ist komplett Vanilla, außer dass wir eine Ultra-KI angeblich haben. Oh Gott, ich bin derjenige, der da rumhängt. Das war eigentlich ganz gut, weil ich kann eh keinen Crosswing. Es kann jetzt halt richtig übel enden. Deswegen, ich mach erstmal die Vorbereitung und dann gucken wir mal, was passiert. Ich weiß halt nicht, je nachdem wie aggro die ist, schießen die dir vielleicht währenddessen schon ziemlich hart rein, ne? Ja, das ist korrekt. Boah, schwierig, aber... Könnte passieren. Na, ich werde trotzdem... Hast du dir im Zweifelsfall keinen Gefallen mit? Ich werde es trotzdem versuchen. Ajo. Aber ich werde den Rest erstmal vorbereiten. Dass ich danach erstmal Ruhe habe für einen Moment. Also ich werde auf Laser wahrscheinlich, oder? Nee, Kanonen. Kanonen funktionieren meiner Meinung nach gegen KI einfach besser. Ja gut, Laser ist halt das Problem, die haben ein Schild und dann war's das. Ja, beim KI, mit Kanonen kannst du halt Splash-Damage-mäßig kannst du halt noch ganz gut meistens durchgehen. Ja. Wenn du nicht richtig gut treffen tust. So, Freunde der Sonne, So, jetzt bitte mal alle kurz die Daumen drücken. Bye. Oh. Das schwankt ganz schön. Alter, hör auf so zu rubbeln. Oh. Oh, Schmetron. Das sieht gut aus, Schwanz. Aber es hat halt alles gut funktioniert. Ich bin sehr beruhigt. Muss das aber tatsächlich noch ein bisschen verstärken. Das gefällt mir gerade nicht, wie das hängt. So. Jetzt kommt nochmal der zweite kritische Punkt bei der Nummer. Ja, also sie sind auf jeden Fall sehr pinpoint. Oh, scheiße, Achtung. Komm mit Mörsern. Gibt was gegen Mörser. Gibt was gegen Mörser. Beeilt euch. Haut AA. Ohne Ende AA. Ich brauche eure Hilfe, sonst bin ich gleich Moves. Kommt. Hab mich ein bisschen Weil länger. Ich 200 Energie habe. Money. Komm schon mal, Jack. Scheiße. Ja, jetzt kommen die Dingens, ihr wisst. Die Brandmörse. Nee, die. Ah, jetzt hören wir das Wort nicht ein, EMP-Raketen. Jetzt ziehen wir hier gleich eine Flak hin und dann haben wir das hoffentlich. Komm schon. Ah, scheiße, die haben... Ah ne, die Tür war noch nicht fertig. Dann sagen wir, AP-Sniper, nein, haben sie nicht. Noch nicht. Noch nicht. Das wird früher oder später auch kommen. Ja, jetzt muss ich aber am Anfang meine Base auszubauen. Alter, wie viel Daka-Daka. Moa Daka. Könnte auch mal ein schönes neues Spiel von kommen, aber die Reihe haben sie, glaube ich, versenkt. Alter, also Pinpoint sind die, aber sowas von. Ja, die gehen mir ziemlich auf den Senkel gerade, muss ich sagen. Ich werde hier ganz schön mit dem Sniper und mit dem Rest behakt. Also ich versuche jetzt halt relativ schnell ein paar Flaks und so rauszubekommen. Ja, ich habe schon eine Flak auch.
Die nehmen mir, also sofort, sobald meine Tür aufgeht, ist mein, sind meine Freunde tot. Keine Chance. Also ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich schnellstmöglich... Ich guck jetzt, dass ich mich so weit vorbereite, dass ich eine Kanone bauen kann, dann gibt's eine Kanone ins Gesicht. So, ich habe jetzt aber erstmal Full Echo gemacht. Ich bin halt am überlegen, ob ich tatsächlich mal einen Gegensniper bauen soll. Aber ich weiß nicht, ob es das was bringen wird. Wenn du das kannst, ist das bestimmt nicht schlecht. Ich kann das ja ganz gut ändern. Weißt du, wenn schon die Tür aufgeht und meine Leute sind tot... Ja, eigentlich muss einer einen Decoy bauen, damit der andere schießen kann. Ja. Ich mach das jetzt aber anders, ich baue erst die Tür und dann die Waffe. Ja, macht er ja auch so. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Oh, scheiße, ich habe auf den Falschen geschossen. Ihr habt sowas gekillt, aber es war leider nicht der. Es war leider nicht der Sniper. Was kostet die Kanone zum Abfeuern nochmal? 3000, oder? 4000? Nee, 3500. Okay, das, aber kommt das, heißt, halt, das kommt auf den Mann an. Ja, aber ich brauche jetzt hier nicht unbedingt noch extra. Scheiße, ey. Also. Ist doch viel Gedöns. Die setzen mir hier vorne richtig böse zu, muss ich sagen. Also vor Flugobjekten von oben habe ich dich, glaube ich, ganz gut abgeschildert. Ja, das Problem ist jetzt von schräg oben, da kommst du mit deinen Sachen nicht hin. Nee, das wird schwierig. Die Raketen, da kriege ich nicht. So. Ja, dann. Ist nicht dein Ernst, ey. Jetzt hat er jetzt die Tür offen gelassen? Nein, ich habe aus Versehen die EMP-Rakete abgeschossen. Sehr gut. Shotguns. Auch unschön. Oh, gute Idee. Shotguns bauen. Aber es sind gegen die Dings natürlich recht effizient, ja. Oh shit, hat's meinen MG-Schützen erwischt. Ich muss jetzt tatsächlich erstmal meine Basis ein bisschen weiter ausbauen. Okay, das ist echt stressig. Ach Quatsch. Überhaupt nicht. Das muss so. Das ist ja, pure Entspannung. Also die 20er hat's schon mal ganz gut gehauen. Das hat sich notiert für ihn. Ich habe auch nochmal eine Flak dazu gebaut, die hat auch einen sehr guten Arc. Okay. Ich schieße jetzt einfach die ganze Zeit hin, wo er seinen Sniper bauen wird. Also meine Kanone ist auch beinahe fertig. Ich müsste jetzt nochmal ein paar Minen bauen. Wo bist denn du? Weil der erste, der vordere, den vorderen bitte wegmachen. Mhm. Wenn es geht. Also ich schieße nämlich jetzt mit meiner 20er nochmal rein. Der schwankt nämlich schon verdächtig dolle. Okay, ich guck mal, was da so geht. Da kriegst du nicht mal eine Arc drauf, oder? Doch, na klar. Sehr schön. Das war wichtig. Das war wichtig. Der hat wehgetan. Da, wo ich meine Kanone hingebaut habe, kriege ich tatsächlich auf alles einen Arc. Also wir müssen die echt einen nach dem anderen rausnehmen. Wir müssen echt Feuer konzentrieren. Weil jetzt schon wieder meine Schütze spazieren gegangen. Ich fange jetzt an. Ich baue so 20er. Also mit dem Rest komme ich nicht bei gerade. Okay, jetzt kriege ich ein richtiges Problem. Die schießen die Nico dann Ballo woanders hin. Ist wurscht im Prinzip. Aber dass wir einen zumindest so ein bisschen fokussen. Also ich kriege jetzt gerade ein ziemliches Problem. Im ersten habe ich gerade meine verpasst. Fangen mit den roten Raketen an zu ballern. Machen sie schon die ganze Zeit. Wo hast du dem hingeschissen? Geschossen? Ja. Mittig reinhalten, ne? Bisschen ober die Stelle, wo du gerade getroffen hast. Hat er getroffen vorher. Ja. Und jetzt haben sie Schwarmraketen auch noch einen Haufen. Sauber. Es war aber oben der. Ist egal. Hauptsache einer weniger. Weg ist weg. Ja, das war der mit den roten Raketen, glaube ich. Rote Rakete. Ja. Könnten wir ein Kostenreduktionsding kriegen, kurz? Ja, hau rein. Ja, danke. Gerne mal ein bisschen günstiger rumballern. Ich habe noch keine einzige Turbine gebaut, weil es die ganze Zeit auch ohne ging. Aber jetzt wird es gerade echt ein Problem langsam. Ich stehe hier mit zwei Stück, das geht gerade so.
Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Turbinenphalanx da vorne. Ich habe meine Ruhe. Ich hatte leider noch keine Zeit dafür, welche zu bauen. Das war mein Problem. Ja, gut, ich habe ein sehr kompaktes vor, das muss man sagen. Das ist. Ich weiß nicht warum, aber mich haben sie am Anfang relativ bauen lassen. Ja, bei mir eigentlich auch. Also es ging so. Ich muss jetzt vor allem dringend aufpassen, dass ich hier überall Stahl hinbaue, wo es nötig ist. Insbesondere vor die Batterien. Oh, guter Hinweis. Da packe ich auch nochmal eine Lage rein. Wobei mein Core ja relativ weit hinten sitzt, aber. Ja, mach halt die Tür zu, du Vollidiot. Schön, das war der unten. Sauber. Wer war das? Das war meine Kanone, glaube ich. Ich will auch mal! So, ich schieß auf oben, Mitte. Ja, der hat auch gesessen, ganz gut. Da hat's gerade Nikos komplette Flak-Batterie rausgenommen. Die ganze Zeit schon. Echt? Und okay. Mach mal drauf. Nee, so bist du jetzt nicht aufgefallen. Sehr schön. Und der oben macht irgendwie nichts. Der ganz oben? Ja, das habe ich. Das war aber bei der letzten Map auch so. Ah, also ich glaube, wenn sich einer von denen der ausbreitet, funktionieren die nicht mehr. Die funktionieren dann nicht mehr. Ja gut, dem habe ich gerade quer durchgeschossen. Der hat tatsächlich. Der hat irgendwie Probleme. Ja gut, aber es waren halt zwei doch sehr gute. Ja, es war schon genug Bedrängnis, das stimmt schon, so ist nicht. Meine Flakschüsse sind aber sehr unakkurat. So, ich mach Platz frei für euch. Los geht's. So. Ja, meine 20er macht einfach zu wenig Wobble. Ach nö. Nee, die 20er macht zu wenig Schaden. Alter, die MGs werden es richten, sind genug. Ja, das war's. Oh, die Kanone, ja, der Kanone. Oh. Oh, okay. Nee, noch nicht. Das war's. Okay. Ich hab auch was gemacht. Sehr schön. Ja, nice, war noch eine lustige Runde. Ja. Aber dadurch, dass halt... Also ja, Ultra, Also es hat sich nicht viel schwerer angefühlt als die Mittler. Die waren halt einfach nur saunervig und wirklich Pinpoint mit dem Sniper und sowas. Definitiv, aber ich werde nochmal eine andere raussuchen für eine der nächsten Folgen. Und ich würde sagen, das war's dann nämlich für heute. Ich muss nämlich jetzt mal essen gehen, meine Freundin hungert schon, die steht hinter mir, nein, Spaß. Es wird langsam Esszeit. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Mitmachen an die beiden Nasen, auch wenn einer nur chattechnisch da war, aber er hat ja ordentlich mitgespielt in der zweiten Runde. Und wir sehen uns bei einem Stream. Stimmt, scheiße, das wollte ich ganz am Anfang der Folge reinschneiden. Ich streame ja jetzt immer, aber wurscht. Macht's gut. Immer Dienstag, Donnerstag, 19 Uhr auf Twitch. Macht's und kommt vorbei. Tschüssi. Ciao, ciao.